der zweiten Folge von Stardew Valley Multiplayer Modus mit The Vardrak. Okay, ich dachte, du sagst deinen Namen, aber und Bloody Fox 13. Ach so, ich bin gar nicht The Vardrak. Ach, das dachte ich jetzt, verdammt. Ich dachte immer, Bloody Fox macht immer die Anmoderation, deswegen. Du sitzt doch drüben da in deinem Haus, im großen Haus. Ich ja, stimmt. Ich bin und Fame. Es regnet. Geiles Wetter, wir müssen nicht gießen. So, ich mach die Pause weg und jetzt geht's los. Ich bin frei. Tag 3. Das erste, was ich mache, ist mein Inventar leer. Morgen wird es auch den ganzen Tag regnen. Ja, da ist eine Krähe. Da war eine verdammte Krähe. Okay, das ist nicht gut. Ich glaube, sie hat eins gefressen. Ja, hat sie. Aber wir können noch gar keine Dings bauen. Wir brauchen unbedingt Stufe 2. Du kannst eine Dings bauen. Du bist Stufe 2, deswegen. Nein, bin ich nicht. Wir brauchen Feldarbeit und nicht sammeln. Dann sollten eigentlich noch gar keine Krähen kommen. So, da war aber eine Krähe. Ich habe sie verscheucht und das hat nicht gereicht. So, ich nehme jetzt meine Teetasse und stell sie neben dein Bett. Mach mal nicht. Doch. Nein. Okay, dann stelle ich sie neben den Kamin, damit es schön warm wird. So. Du hast übrigens Post. Ich habe Post, habe ich nicht. Dienst machen? Du hast Post. Doch. Hi, Vardrak. Oh, ich habe Post. Ich muss mich dafür entschuldigen, dass ich mich über die alte Hütte deines Großvaters lustig gemacht habe, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist wirklich ein nettes kleines Haus. Das ist gar nicht mein Haus, das ist Fox Haus. Dennoch wirst du vielleicht eines Tages mehr Platz brauchen. Dabei kann ich dir behilflich sein. Wenn du mir die Materialien bringst und eine kleine Gebühr zahlst, kann ich dein Haus vergrößern. Die erste Erweiterung, die ich anbiete, ist eine Küche. Mit einer Küche kannst du all die Rezepte kochen, die du gerne hast, gelernt hast. Ich hoffe, dass du dich im Sterntautal wie zu Hause fühlst. Deine Schreinerin vor Ort, ich hab grad Schweinerin gelesen, Robin. Eine Schweinerin. Haust du jetzt gerade meine ganzen Bäume um? Ja. Willst du nicht lieber in die Mine gehen? Wir können doch nicht in die Mine, erst am fünften Tag. Ach, verdammt, ja, da war was. On the first day of Christmas, we can't go in the mines. Prügeln wir jetzt uns um die Bäume? Oh, wir können jetzt The 12 Days of Stardew singen. Ja, aus den 28 Tagen pro Monat. On the 28th day of Stardew, my true love gave to me sweet jamberries. Übrigens, Mixed Seeds lohnen sich immer, aber monetär ist es egal. Aber vom Aufwand her lohnen sich im Frühjahr am meisten, weil es halt keine... Nee, anders, vom Verwaltungsaufwand so, weil es halt keine mehrmals tragenden sind. Du meinst außer Bohnen. Genau. Aus Faulheit. Und aus Pedanterie, weil dann einfach nicht irgendwo random Bohnenstangen rumstehen. Eben. Oder Maisdinger. Nee, Bohnenstangen können es halt nicht sein im Frühjahr. Können es nicht? Nee. Ah ja. Kannst also gerne pflanzen, wenn du Mixed Seeds hast. Wir haben einfach so unglaublich viel Platz, das ist super gut. Ja, die Sache ist die, ich glaube, wir kriegen auch einzeln den Hofarbeitsstatus. Das heißt, es wäre gut, wenn einer von uns ernten würde die ganze Zeit dann. Wäre es nicht gut, wenn wir das beide hochtreiben? Also, ich glaube nicht, weil wir wollen ja bestimmten Wert erreichen, um zum Beispiel Blitzableiter und sowas zu machen. Also wir können sagen, Foraging ist. Also wir können sagen, dass einer damit anfängt sozusagen. Ich würde mich auch gerne zum Farmen hingeben. Ja, mach das. Das ist kein Ding. Würde ich dich dann dafür in die Minen schicken? Ich wollte eigentlich Bäume fällen und dir Sammeln hoch Sammeln sollten wir definitiv beide hochbringen. Ja gut, für die Gold-Iridium-Dinger. Genau. Sammeln ist halt eine super gute Sache. Ich hab Gras abgehauen. Mach mal nicht. Da war Unkraut drin und das wollte ich nicht, dass es sich ausbreitet. Müsli-Riegel. 5 Müsli-Riegel gemacht. Ach, da unten bist du. Geil. Oh, ich kann auch einfach angeln gehen. Für Geld. Stimmt. Achso, du darfst. Dann kriegst du den Fishing-Skill und Minen geben wir beide, weil wir brauchen die Rohstoffe eh. Ja. Hau ich mich mal hier eben runter zum. Ich glaube übrigens, dass du am Meer am besten kommst, oder? Ja, aber da muss ich so weit laufen immer. Ich stelle mich hier einfach gerade mal an den
an den See. Und da sind die Fische auch nicht so schwer zu fangen am Anfang. Also aber unter in unserer Farm, ne? Ja, mein ganzes Inventar ist voll. Ich sollte vielleicht nicht angeln. Ja, wir müssen auch gucken, dass wir schnellstmöglich auf die 2000, am besten 2x2000 bekommen. Ich überlege, ob ich mir einfach... Ich kann mir einfach eine Kiste rein theoretisch an den See stellen, oder? Kannst du machen. Ich glaube, das mache ich. Also Mining muss auf jeden Fall jemand betreiben, damit wir unsere Werkzeuge upgraden können. Eben. Das Gute ist, wir können abwechselnd unsere Gießkanne upgraden, egal ob es regnet oder nicht regnet. Ja, vor allen Dingen können wir wir können dann auch die besseren Werkzeuge zum Beispiel auch, wenn einer sie gerade nicht benutzt. Wenn ich dann zum Beispiel mein Farming-Level hochgetrieben habe, kannst du ja deins dann hochtreiben. Und dann kann ich dir zum Beispiel meine gute Kanne geben oder so. Ja. Ich höre es nur rascheln da oben. Die ganze Zeit, obwohl nichts bei mir passiert. Da oben, ja, ich bin unten. Moment, bist du jetzt schon an dem See unten? Jetzt bin ich am See unten. Okay. Weil von dort aus solltest du mich nicht mehr hören. Nee, ich bin gerade unten rausgegangen aus der Map. Da war ich noch auf der Map, wo ich dich gehört habe. Achso, ja, da war ich. Ich bin. Oh Gott. Da kommt ja das Wort Treffer im Deutschen. Ja. Wenn ein Fisch anbeißt. Ui, verdammt, noch eins. Ich hätte vielleicht mal den Timer starten sollen. Wir sagen einfach, wir haben jetzt schon 5 Minuten oder so. Nein, wir haben 6 Minuten 41. Okay. OBS zeigt das unten rechts an. Bei mir nicht, weil ich streame. Nee, Moment, da steht live und record. Das sind zwei Zeiten bei mir. Achso, da steht bei mir nicht. Achso, aha, warte mal. Live. Aber ich habe quasi das da stehen. Live steht bei mir oben, die Record nicht, weil ich doch das Streamlabs OBS nutze. Das ist Streamlabs. Also beim Standard OBS steht's drin. Ja. Also ich habe die Zeit nicht im Blick, aber ich habe sie offen. Ich fange nur Mist hier. Ja, aber gut ist, wenn du Fishing hochtreibst, kriegen wir wenigstens bald einen Recycler. Ja. Hat sich eigentlich schon geklärt, was passiert, wenn wir zwei verschiedene Skills nehmen? Nein, haben wir noch nicht, weil ich will mich auch tatsächlich nicht so doll von anderen spoilern lassen. Also ich würde tatsächlich auf No Bait gehen. Echt? Also auf Lure Master? Genau, auf Lure Master. Du kannst ja, wenn du möchtest, auf No Trash gehen. Ja, ich muss mal gucken. Das wäre halt gut, wenn die durch dich dann nicht gebaitet werden müssen, aber ich halt keinen Trash rausbekommen könnte. Mal davon abgesehen, dadurch, dass wir zu zweit sind, ist das Baiten halt auch nicht das Problem. Wenn du ein paar Wurmkörbe da stehen hast. Ich habe noch nie Wurmkörbe da benutzt, tatsächlich. Nicht? Die sind ziemlich praktisch. Pro Tag kriegst du, glaube ich, 2 bis 5 Bait raus. Ja, aber geh mal in den Mutant Bug Lair, also in den Mutantenkäfer Dings da und töte einfach dort die Käfer immer wieder, dann hast du so viel. Weil die sind halt, wenn du dann später ein besseres Schwert hast, mit dem Galaxienschwert zum Beispiel, sind die in One-Hit weg. Ja, bei jedem einigermaßen guten Schwert sind die, glaube ich, One-Hit. Was witzig ist, weil die Larven nämlich nicht One-Hit sind. Nee, die haben mehr Leben. Aber die Fliegenviecher, die sich daraus entwickeln, die sind One-Hit. Für die anderen brauche ich halt 2 Schläge. Oh Gott, die Angelleiste ist noch so klein. Die Sache ist die übrigens, wenn ich am Ozean bin, kann ich viel mehr verschiedene Fische fangen. Hier kriege ich fast nur Schwarzbärsche raus. Das ist ohne Rucksack besser. Was ist denn Schwarzbarsch? Ein Fisch? Ja, aber ich kenne die doch alle auf Deutsch. Es sind übrigens 3 neue Fische, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Habe ich neulich gesehen, als ich die... Habe ich ihn gesehen? Hast du im Stream gesehen? Achso, ja. Die Achievements durchgeguckt habe. Okay. Ah, du hast Mixed Seeds nachgepflanzt? Ja. Aber ich habe ein paar Felder zu viel gehauen. Da war ich. Ist nicht so schlimm. Ich setze da jetzt auch noch ein paar Mixed Seeds rein. Oh, 3 Kartoffeln habe ich gesetzt. Schatz! Komm, lass es das Schwert sein. Neptuns Glaive im zweiten Tag wäre richtig Hammer. Am dritten Tag. Und es ist 2 Kohle, okay, und eine Geode. Nehme ich auch. Brauchst du Müsli-Riegel?
Nö, das sieht gerade ganz gut aus, da ich in den ersten Teil des Tages nicht wirklich was gemacht habe. Okay. Sagen wir, um 22 Uhr kommst du zurück? Ja. Oder wenn mein Rucksack voll ist. Okay. Durch die Geode und die Kohle ist halt... Ich wollte eine Kiste hinstellen, Moment. Craften, Kiste... Mülleimer. Nee, nicht ganz. So, kommt da hin. Ich mach mir jetzt meinen eigenen Angelplatz. Kommt eine Kiste hin, da kommt ein Schild hin mit Fisch drin. Ein Recycler stelle ich hier auch noch hin. Und dann angle ich hier. 22 Uhr sagtest du, ne? Ja. Ich glaube, ich komme jetzt schon mal zurück. Einfach nur, weil 10 Minuten Tag so ein bisschen und dann. Okay. Kriegen wir den zweiten Tag noch in die Folge rein. Ich würde gerne oben links am Schrein des Großvaters an der oberen linken Seite die Silos lang setzen. Ja, das ist okay. Die Silos müssen ja nicht in Reichweite sein. Eben, dann sieht man sie nämlich nicht so. Wenn du Langeweile hast, kannst du mal vielleicht ein paar Steine unten auf dem Weg nach unten weghauen. Die sind ziemlich nervig. So viel Langeweile habe ich nicht. Ich bin noch am Holzen und so. Aber ich nehme hier jetzt Steine weg noch, damit ich wenigstens 3x3 Feld frei habe. Und dann würde ich nämlich das erste Silo morgen im Auftrag geben. Achso, nee, wir haben gar nicht genug Geld. Geld brauchen wir dafür? Das ist eine gute Frage. Ich guck mal morgen. Das ist nicht wirklich viel, glaube ich. Ich gehe morgen mal bei ihr gucken. Wir müssten noch mehr foragen gehen, also mehr sammeln gehen, dann können wir die Sachen, die wir sammeln, zur Not auch verkaufen einfach. Ja, ich habe mal eine schwarze Truhe oben hingestellt, da können wir das ganze Schmiedezeug reinmachen, also Steine, Lehm, wo hast Kohle, du die hingestellt? Bioden. Oben rechts aufs Grüne, da wo du gesagt hast. Achso, okay. Ja, ich habe nämlich auch Kohle gefunden. Achso, Steine kommen da mit hin. Okay, Steine sind für mich Rohstoffe, die würden hier halt hinkommen, aber... Ja, wir können nicht gleichzeitig drauf zugreifen. Das System machen wir dann später. Also ich würde gerne eine Chat haben mit einem System so ähnlich wie es in meinem... Wir können ja zwischen den Folgen mal Kisten sortieren. Ja, du kennst ja mein System, wie ich es im Stream habe, ne? Ich gehe schon mal schlafen. Ja, ich auch. Gucken, wie viel Geld ich so zur WG-Kasse dazu gebracht habe. Angeln Stufe 1. So, sammeln Stufe 2, ich habe Überlebensburger bekommen. Dritter Tag im Frühling sollte immer noch regnerisch sein. Vierter Tag meinst du? Meine ich doch. Warum geht das nicht, dass ich auf B? Achso, da ist B. Ha, weil ich nicht B gedrückt habe. So. 340 Geld habe ich jetzt reingebracht. Das ist schon nicht schlecht. Ja, ein bisschen. Es regnet nicht. So, ich habe Post bekommen. Es regnet nicht. Oh. Morgen wird es auch den ganzen Tag klar und sonnig sein. Deine Schreinerin vor Ort. Okay, ich habe jetzt auch von Robin den Brief bekommen. Ich wusste gar nicht mehr, dass Pastinaken 6 Tage brauchen. Ich dachte, die brauchen nur 4. Brauchen sie auch nur. Dann sollten sie doch heute fertig sein. Der erste Tag zählt, glaube ich, nicht mit. Normalerweise schon. Aber es kann sein, dass wir die zu spät gepflanzt haben. Ich glaube, wenn man sie nach Mittag pflanzt, zählt. Was ist das Gute am PC? Richtig, ich kann mich in die Mitte stellen und auf alles draufklicken. Ich nicht, ich spiele es mit Controller, aber... Super. Nimm dir ein paar Snacks mit. Ja, kann ich machen. Ich nehme mir 3 und den restlichen 3 kriegst du. Frühstück! So ungefähr. Erstmal 3 Snacks essen mit voller Energie. Das wäre ziemlich dumm. Ja, wär's. Ich fäll hier oben noch die Bäume. Mhm. Und ich lasse aber erstmal alles, was so an. Achso, es gibt übrigens die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob es in der Version noch ist. In vorigen Versionen war es wohl so, dass Bäume schmeißen ja wiederum selber auch Seeds in die Umgebung aus, ne? Ja. Ich habe das in der vorigen Edition, weiß ich, dass es geklappt hat, dass es selbst nur die Baumstämme gemacht haben. Das heißt, wenn du einfach alles bis zu den Stämmen runterhackst, kannst du halt genau sehen, wo hast du diese Sämereien. Da kannst du die mal raushacken. Und wenn du halt 3 verschiedene hast, kannst du dir wieder einen Müsli-Riegel machen.
Auch wenn für mich zum Müsli halt echt Haferflocken gehören, aber okay. Und es gibt noch, ich habe jedenfalls bei Pierre noch nichts gefunden, vielleicht kommt das noch, im anderen Spielstand, es gibt noch keine neuen Pflanzen. Ich freue mich schon auf die Modding-Kompatibilität von sowas wie zum Beispiel Mods mit neuen Pflanzen oder sowas, was man dann im Endgame nutzen kann. Hast du gerade einen Baum gefällt? Fox? Ja. Ja, jetzt hörst du dich nicht mehr an wie ein Roboter. Hast du gerade einen Baum gefällt? Nein, habe ich nicht. Okay, ich habe gerade übelst lauten Baumfällen gehört. Ich glaube, das hat man auf der Aufnahme ich auch gehört. Ich bin gerade aus dem Discord-Channel raus, Lisa, rein. Ah. Vielleicht war es das Geräusch. Weil ich habe dich nur noch abgehackt wie ein Roboter gehört und das war mir ein bisschen zu blöd. Ich bin ein Roboter. Boop, boop. Da dachte ich mir, ich versuche mal schnell das zu lösen. Ein Discord-Nick. Hat geklappt. Jetzt sagt Discord wieder komplett gute Verbindung. Oh, ich bin langsam erschöpft, jetzt schon. Oh Kinder, 3 Uhr morgens. Wer ist denn ein Krabbenburger um 3 Uhr morgens? Oh, ich habe noch Seetangchips, wo du das gerade sagst. Lecker Wasabi-Seetangstreifen. Leute, wenn ihr sowas mal seht, die sind eigentlich schon ziemlich awesome sogar. Ja, kann man machen. Ah. Hat neuen Rekord. Nice. Okay, ich glaube, ich muss keine weiteren Bäume fällen. Wenn du irgendwann beim Bäume fällen keine weiteren Saplinge mehr bekommst oder so, also keine Saplinge, Setzlinge, ja doch sowas ähnliches, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Skill ausgelevelt ist und du die nächsten Level-Up bekommst. Weil sobald du, ich weiß nicht, ob sie das gefixt haben, aber vorher war es so, wenn du zum Beispiel von Level 2 auf Level 3 gekommen bist, hast du keine Eicheln und sowas mehr bekommen. Aber du kannst ja trotzdem weiter leveln, oder? Musst ja nicht nur bis zum Level-Cap, bis zum gleichen Level-Cap, sondern du kannst auch mehrere Stufen in einem Tag überspringen. Wenn du möchtest. Ja, aber du kriegst halt trotzdem, also Erfahrung kriegst du noch, aber du kriegst keine Sachen mehr halt raus. Ja gut, das ist natürlich. The Welly Comes Alive spielt gerade im Hintergrund. Moment, können wir zwei verschiedene Frauen heiraten? Das heißt, dass zwei Frauen dann auf der Farm sinnlos sind. Oder? Das wolltest du auch sagen, oder? Frauen sind nicht sinnlos, sie machen Frühstück. Ja, okay. Stardew Valley. Und gießen ab und zu die Blumen. Ja, aber ganz ehrlich. Wenn ich Sassy erzähle. In dem Punkt gießt sich unsere Farm sowieso automatisch. Erstens das und zweitens, wenn ich Sassy erzähle, dass ich mit zwei Frauen auf der Farm lebe, dann kann ich mir was anhören. Ja, aber die eine ist doch meine. Ja, das ist doch egal. Ich hab Cola gefunden, gefangen. Nice. Gibt wenigstens ein bisschen Energie. Mehr Müsli-Riegel. Ich sammle einfach alles in meiner Kiste, auch den ganzen Müll. Wenn wir Recycler haben, können wir das da noch Zeug draus machen. Kohle. Quarz, Holz, sowas halt. Holz? Ich würde meinen Holz. Fackeln. Stoff. Fackeln ist so das Sinnvollste, was es gibt, was rauskommen kann. Echt? Nein, so gar nicht. Ich benutze Fackeln so gut nie. Ja, auch nicht. Tatsächlich aber auf der Switch ist mir aufgefallen, das Switch ist das Ganze um einiges dunkler als auf dem PC. Da habe ich teilweise in der Mine wirklich Probleme gehabt, manchmal was zu sehen ohne Fackel oder Hallöchen, stell deine Switch ordentlich ein. Ja, das könnte ich machen, das könnte ich aber auch sein lassen. Laden, kleines Fenster, einfaches Fenster, Hauspflanze, Kiefern, Billigfernseher, Fernseher, Saisonpflanze. Saisonpflanze finde ich auch schön. Ich finde, wir sollten uns wenigstens ein paar Blumentöpfe irgendwann zulegen, einfach damit wir, wenn zum Beispiel wenn wir Pflanzen haben, die wir für das Community Center noch brauchen, dass wir die da reinlegen können. Außerhalb des der Season, ja, das ist ganz gut, ja. Ja, und wenn du Horse Radish hast, heb den auf. Ja. Weil daraus kannst du die Frühlingssamen machen. Auch, nicht nur daraus. Du brauchst alle vier Sachen. Nein, du kannst, wenn du einen Horseradish reinkriegst, in den Seedmaker machst, kriegst du einmal Frühlingsseed raus. Oh, das immer. Wusste ich nicht. Es gibt in
in jeder Season eine Sache, die quasi in den Seedmaker reingeht. Oh, man kann sich jetzt einen neuen Versandbehälter... Nein, 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 nein! Was? Oh Gott, Lea ist gerade... Oh, ich habe meine Kiste gerade gerettet, indem ich davor gestanden habe. Lea geht direkt über meine Kiste drüber. Das ist schlecht. Ja, du musst aufpassen, dass da keiner langläuft. Warum geht Lea gerade hier lang? Kann die nicht woanders langlaufen? So. Oh. Ah, cool. Du kannst die Hütten für verschiedenes Geld bauen, je nachdem, was für eine Hütte du haben willst. Welche Hütten? Na, die Freunde-Hütten. Eine nur aus Holz, eine aus Holz und Fasern und eine nur aus Stein. Das Silo kostet 100 Gold, 100 Stein, 10 Lehm und 5 Kupferbarren. Okay, das können wir noch nicht bauen. Kupferbarren fehlen uns noch und Lehm. Ja, du kannst einen Versandbehälter bauen lassen. Dann kannst du dir auch woanders auf deiner Farm auch noch so einen Versandbehälter bauen lassen. Das ist ja so unglaublich unnötig. Naja, kommt drauf an, wenn du nicht unbedingt da oben hinpacken willst, immer. Da musst du sowieso, ja, wenn du den dann da oben wegnehmen kannst, das ist gut. Aber ansonsten musst du doch sowieso immer dahin. Ich finde, man sollte sich auch neue Betten besorgen können. Ich will so ein richtig prunkvolles Edelbett haben und nicht dieses komische Holzbett, wenn... Ich finde, dass man sie wenigstens umstellen... Ich finde, dass man sie wenigstens umstellen können sollte. Oh, ab morgen können wir in die Mine gehen. Ich muss erstmal eine zweite Kiste machen und die irgendwo hinstellen, wo niemand langläuft. Und zwar dorthin. Narzisse. Hallo Elliot, hallo Shane. Ich kenne dich alle schon. Erdkristall. Gehst nein. Du wieder Leute beobachten? Was? Redest du wieder mit Leuten? Ja, ich überlege gerade, wen habe ich denn noch nicht... Hallo gesagt. Das kannst du übrigens sehen, ne? Ja, ich weiß schon. Lea, Sebastian... Oh, Evelyn noch nicht. Hey, Granny. Oh. Guck meine Kisten jetzt da oben. Ah, hallo und hallo, willkommen in unserer kleinen Gemeinde, mein Kind. Oh, ich hätte den Cheat nehmen sollen. Ich hätte meinen Namen einfach umbenennen sollen. Dann hätten wir gleich mal prismatische Scherben bekommen oder so. Das ist doch Cheaten. Ja, natürlich ist das Cheaten. Ich hab doch gesagt, ich hätte cheaten sollen. Aber wir wollen doch nicht cheaten. Wollen wir? Ja, wollen wir. Sebastian und Lea muss ich noch anquatschen. Es ist 19 Uhr, die werden alle wahrscheinlich schlafen gehen schon. Ach nee, ich wollte zu der anderen. Zu Bitchy McBitchface. Ich würde mir am liebsten hier ein Zelt aufstellen, einfach neben die Angelstelle, damit es aussieht, als ob ich hier die ganze Nacht kampieren würde und einfach durchangeln würde. Das wäre cool, wenn das gehen würde. Ja, du brauchst ja nur irgendwas, was ein Outdoor-Ding ist. Ja, irgendwie ein Zelt halt einfach, das du aufstellen kannst, gerade Multiplayer. So, ist Lea noch zu Hause? Komme ich da rein, wenn sie da ist? Nee. Das ist halt auch das Problem. Du kommst Lea und Elliot, du kommst nicht an sie ran, wenn du sie noch nicht magst. Wenn sie dich noch nicht mögen. Außer du triffst sie irgendwo. Außer du triffst sie halt irgendwo mal unterwegs. Zu Mani komme ich jetzt auch nicht. Läufst du gerade unten rum bei Lea? Ja. Hör dich nämlich laufen. Du hast zwei Kisten hier stehen. Ja, ich musste eine bauen, weil mein Inventar zu klein ist. Damit ich die an einen rumstellen kann. Jetzt schon umgestellt. Ah ja, okay. Du kannst gerne die leere Kiste mitnehmen, ich brauch die hier nicht. Ich geh den... Den Zauberer brauchst du nicht für die Quest. Doch. Nein, brauchst du nicht. Wieso muss ich dann 28 Leute anquatschen? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich zähle auch mit rein und du hast mich schon angequatscht. Aber warum musst du mich dann nicht anquatschen? Hey, Horseradish. Na, weil du heute Horst bist. Wilder Meerrettich. Ich komme da eh noch nicht hin. Naja. So, du bist langsam erschöpft. Gut, dann angle ich das jetzt noch fertig und dann komme ich wieder hoch. 8 Fische diesmal. 3 davon Silber. Oh. Ich weiß, wo ich hier noch hingehe. Da ist Horseradish. Meerrettich. Du hast gerade Gras weggehauen, oder? Ja. Ich gehe mal nochmal wohin, um uns Energie zu holen. Energie? Ja. So, ich gehe Zeug in die Kiste hauen
Ich könnte mir eine Versandkiste da unten zum Angelding stellen. Ja, die kannst du aber wahrscheinlich, die Sachen kannst du nur in der auf der Farm bauen, weil das baut ja Robin. Ah, ja. So. Ich habe den ersten, die erste Frühlingszwiebel. Sobald du eine Frühlingszwiebel auf Gold hast, musst du die aufheben. Ich habe nicht vor, da Frühlingszwiebeln sammeln zu gehen. Ich mache das ab und zu mal, das ist ganz cool. Vor allen Dingen Frühlingszwiebeln auf Gold kannst du nämlich... Gott, das kann man sich ja nicht angucken hier. So. Nee, kann man sich nicht angucken, ist dunkel. Frühlingszwiebeln auf Gold kannst du nämlich triggern. So, wenn wir jetzt fertig sind, machen wir auch Feierabend für heute, ne? Ja, wir sind jetzt bei 25 Minuten. Ja. Ich gehe ins Bett und ich warte auf andere Spieler. Bin auf dem Weg nach Vertania City. Hast du irgendwas verkauft heute? Ja, habe ich. Sehr gut, wir müssen immer was verkaufen. Schmeiß irgendwas in die Kiste. Sven, rein in die Kiste. So, ich muss mal mein ganzes Inventarzeug ablegen. Und dann würde ich sagen, einmal ins Bett gehen. Wir gucken noch schnell die Finanzen an. Ja. Ah, Fischenstufe 2. Neues Herstellungsrezept. Köder. Fast 500. Dann würde ich sagen, das ist doch ein wunderschöner Anblick zum Beenden dieser Folge. Ja, sieht super aus. Wie immer würde ich sagen, schaut auch bei TheBarDrug rein. Lasst ihm ein Like da. Schaut auf unsere twitter.de/bloodyfox13 oder TheBarDrug. Und schaut natürlich auch gerne live im Stream dazu bei twitch.tv/bloodyfox13. Und wie immer gebe ich auch den Tipp, macht doch einfach beide YouTube-Folgen gleichzeitig nebeneinander auf. Ich meine, was wird es euch stören? Was soll schon groß passieren? Was bei uns allen passiert. Ihr könnt Fox beim Leute, ja, ich weiß nicht, was du mit denen machst, das werde ich auch gar nicht so genau wissen, beobachten und mich beim Angeln. Wuhu. Gleichzeitig. Na dann, bis zum nächsten Mal und tschö.